Die offizielle Version. Also ich bin nicht selber gerade finanzieren. Und keine Ahnung, warum das Licht eigentlich halt hier wurscht. Aber ich zeige die Version, geht dann wurde das veröffentlicht. Wenn ihr auch Windows 10 User seid, also die Preview-Version nutzt, Microsoft, dann müsst ihr in den Store angemeldet sein. Dort hier unter die Updates, dort kriegt ihr die offizielle Update für die anderen User, für Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 haben, halt kriegen werden. Ja, installieren. Und es ist schon installiert. Also ich habe übrigens das Menü, wenn niemand noch das Menü hat. So, das Menü. Ich mach mal einen Cut. Wir sehen uns später. So, da bin ich wieder. Herr Zuschauer, übrigens, wer noch nicht Windows 10 hat, zu Autsch. Er hat einmal fortfahren. Ja, zu ich mal auf alle Apps gehen. Ich nehme auf zu Windows 7 die Start-Button. Also, ja, und übrigens gibt schon von Office 2016. Ja. Steht immer noch Windows 10 Pro Insider Preview. Da bei Aktivierung, Windows ist aktiviert. Legale Version natürlich von Microsoft. Nicht, dass ich Deutsch. Ja, und da, wenn man auf Video, ja, Video erstellen geht, kann man den PC, wenn ich von Windows 7 oder 8 umgestimmt seid auf 10, jederzeit zurück zeigen. Steht nicht. Zu früh und bla bla zurückkehren. Aber das geht angeblich laut Microsoft Informationen nur 30 Tage. Kann man zurücksteigen zu einem alten Betriebssystem. Ja, für die anderen User, wie erwähnt,
seit Windows 7 oder Windows 8 installiert haben, kommt erst am 29. leider. Und ich habe jetzt schon gemacht, sieht man im Video. Ja, ich bedanke mich für Zuschauen. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn ihr immer auf den neuesten Stand sein wollt, dann abonniert mich. Ja, kann man auch Sicherung herstellen, Windows Defender da. Dann, ciao.